Tag zusammen, DJ Vincent aus Frankfurt. In meinem heutigen Video geht es um den American DJ Saberspot RGBW. Ich hatte neulich schon mal dieses Video gemacht, allerdings mit dem Hinweis, dass das hier ein Spot von Eurolight ist. Das ist natürlich totale Kacke, völliger Unsinn. Das hier ist ein Saberspot von American DJ, ADJ. Ich habe den Saberspot angeschafft, weil ein Brautpaar darum gebeten hat, bei einer Hochzeit die Spiegelkugel, die in dem Raum installiert war, in den Farben der Tische anzustrahlen. Jeder Tisch hatte eine eigene Farbe. Das Brautpaar hat mir vorher die Liste mit den Farben gegeben. Und ich habe dann ein kleines Lauflicht programmiert, um die Spiegelkugel immer passend zu den Tischen anzustrahlen, die zum Buffet gehen dürfen. Ich habe mir gedacht, ich mache ein Video zum Saberspot, weil das wirklich ein kraftvoller kleiner Pinspot ist, der total vielseitig ist und viele kleine Features hat, die man so gar nicht erwarten würde. Wenn euch das Video gefällt, lasst gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr immer informiert werdet, wenn ich ein neues Video hochlade. Ich mache vor allen Dingen Videos aus meiner Arbeit als mobiler DJ. Ich habe normalerweise so zwischen 25 und 30 Veranstaltungen im Jahr. Dieses Jahr während Corona natürlich weniger. Ich zeige so ein bisschen meine Technik, habe auch schon eine ganze Menge Videos gemacht zu so Produkten von Behringer, zu DB Technologies, zu auch ein paar Thomann-Produkte. Würde mich freuen, wenn euch die Videos gefallen, die ich mache. Und ich freue mich natürlich über Kommentare in der Kommentarbox. Und jetzt geht's endlich los. Viel Spaß mit dem Video. Der American DJ Saberspot RGBW wird geliefert. Natürlich das Gerät selber hier mit einem Powercon-Kabel. Dann hier hinten die DMX-Zugänge, das zeige ich gerade mal hier in die Kamera, sind über diese Kabel. Das ist jetzt nicht ganz so cool. Die meisten von uns kennen das natürlich, dass wir die DMX-Kabel direkt in das Gerät reinstecken. Macht mir aber persönlich erstmal gar nicht so viel aus. Neben dem Gerät wird auch noch ein Sprengring mitgeliefert und zwei Frostfilter. Ich zeige dir mal hier in die Kamera. Ursprünglich hat dieser Saberspot einen Abstrahlwinkel von 4 Grad. Es gibt aber auch noch einen Frostfilter, das hier Nummer 1, mit 10 Grad Abstrahlwinkel und den zweiten Frostfilter mit 45 Grad Abstrahlwinkel. Ich zeige auch gleich nochmal, wie sich das Ganze auswirkt. Dadurch wird der Saberspot extrem variabel. Ich kann nicht nur einen ganz, ganz kleinen Punkt ausleuchten, ich kann es auch ein bisschen größer ziehen, wenn ich zum Beispiel den Saberspot gar nicht als Pinspot benutzen will, sondern um zum Beispiel einen Teil der Tanzfläche auszustrahlen. Oder ich nehme hier den 45 Grad Frostfilter und kann damit wirklich ein ganz, ganz tolles, weiches Licht, ich weiß nicht, vielleicht in der Ecke von einem Raum oder auf den Geschenketisch strahlen lassen. Wahnsinnig variabel. Finde ich wirklich toll, tolle Ausstattung. Der Saberspot an sich wiegt 1,2 Kilogramm und wird hier geliefert mit zwei so Haltebügeln. Und der eine, zeige ich mal gerade hier, hat hier so eine Aussparung. Wenn ich also hier in dieses Loch eine Schraube reinmache, wie zum Beispiel für eine Powerclamp, und ich schiebe die übereinander, dann sieht es hinterher aus, als wenn ich nur einen einzigen Bügel hätte. Da hat auf jeden Fall jemand mitgedacht. Der Saberspot hat eine 15 Watt RGBW LED, das heißt jede Farbe, also Rot, Grün, Blau und Weiß, hat so ungefähr 3,25 Watt. Die Lebensdauer wird hier mit 10.000 Stunden angegeben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das selber mal erlebe, dass diese Dinger hier ihren Geist aufgeben. Und ich habe 12 verschiedene DMX-Modi. Ich kann das Ding mit 3 DMX-Kanälen betreiben. Ich habe 2 Varianten für 4 DMX-Kanäle. Ich kann das mit 5 DMX-Kanälen betreiben. 2 verschiedene Varianten für 6 DMX-Kanäle. Dann habe ich einen 7-Kanal-Modus. Ich habe 2 verschiedene 8-Kanal-Modi. Einen für 9, einen für 11 und einen für 12 DMX-Kanäle. Warum hat der Saberspot für die gleiche Anzahl von DMX-Kanälen verschiedene Varianten? Ist ganz einfach. Man kann den Saberspot nicht nur als Disco-Strahler einsetzen, also als farbigen Pinspot, sondern man kann ihn auch ganz toll als Theaterstrahler einsetzen. Dafür ist gerade auch hier dieser 45 Grad Frostfilter hervorragend geeignet. Und ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt mal durch das Einstellungsmenü, denn dadurch lässt sich auch am leichtesten erklären, wie das zusammenhängt, dass ich für eine
Variante, also für zum Beispiel 4 DMX-Kanäle, mehrere Varianten habe. Ich hole euch jetzt mal ein bisschen ran und dann gucken wir uns das Ganze mal an. Dann gucken wir uns mal die Menüführung beim American DJ Saver Spot an. Ich habe natürlich zuerst mal die Möglichkeit, eine DMX-Adresse einzugeben. Dann habe ich auch noch die Möglichkeit zu wählen, welchen DMX-Modus ich überhaupt wählen will. Und hier gibt es direkt die Möglichkeit, 3-Kanal HSI. Das HSI steht für Farbschattierung, Farbsättigung und Ausgabeintensität. 3-Kanal HSI wäre so ein typischer Theatermodus, den ich wählen würde. Gehe ich eins weiter, habe ich 4-Kanal RGBW. Dann habe ich auch hier einen 4-Kanal HSI Plus. Da kommt zu der Farbschattierung, Farbsättigung und Ausgabeintensität noch ein 4. Kanal hinzu. Und zwar kann ich damit die Dimmerkurven per DMX-Kanal anwählen. Es gibt hier 5 Stück. Einmal die Standard-Dimmerkurve, dann Bühne, TV, Architektur, Kino und dann wieder die Standard-Dimmer-Einstellung. Dann habe ich einen 5-Kanal RGBW-Modus, wobei der 5. Kanal der Master-Dimmer ist. Einen 6-Kanal sRGBW. Hier habe ich auf dem 1. Kanal ein Stroboskop und dann auf den Kanälen 2, 3, 4 und 5. Gehe ich mal rein. 2, 3, 4 und 5 die Farben Rot, Grün, Blau und Weiß. Und auf Kanal 6 die Ausgabeintensität, sprich den Dimmer. Ich habe hier mein kleines DMX-Mischpult aufgebaut. Auf Kanal 6 haben wir die Ausgabeintensität. Auf Kanal 2 haben wir das Rot. Auf Kanal 3 das Grün. Kanal 4 das Blau. Kanal 5 das Weiß. Und auf dem 1. Kanal habe ich das Stroboskop. Ja, hier mit so einem Impuls. Und wenn ich ganz hoch gehe, dann habe ich natürlich wieder die Möglichkeit, die volle Lichtintensität zu zeigen. Dann gibt es noch einen 6-Kanal RGBW-Modus. Da muss ich auch mal wieder in die Anleitung gucken. Da habe ich auf Kanal 1 bis 4 die Farben, Kanal 5 einen Master-Dimmer und Kanal 6 einen feinen Dimmer. Der nächste ist ein 7-Kanal-Modus mit im Grunde genommen mit den Farben Rot bis Weiß auf den Kanälen 1 bis 4. Auf Kanal 5 habe ich dann das Stroboskop, Kanal 6 den Master-Dimmer grob und auf Kanal 7 den Master-Dimmer fein. Das probieren wir mal aus. Also auf Kanal 6 haben wir den Master-Dimmer. Und dann müssen wir den 5er auch hochziehen, weil das ist das Stroboskop. Also auf 6 der Master-Dimmer, auf 5, auf 1 das Rote, auf Kanal 2 Grün, Kanal 4 Blau, Kanal 4, auf Kanal 1 das Rot, Kanal 2 Grün, Kanal 3 ist Blau, Kanal 4 ist Weiß und hier auf Kanal 5 habe ich wieder das Stroboskop. Das wäre wahrscheinlich eine Option, die viele von uns wählen würden. Ich kann hier einfach ein bisschen Stroboskop mit dazu wählen und habe direkt daneben den Master-Dimmer. Eigentlich eine ganz witzige Variante. Im 8-Kanal RGBW-Modus habe ich auf Kanal 6 den Master. Mische ich mal hier ein bisschen Blau dazu. Auf 5 habe ich das Stroboskop. Auf Kanal 7 habe ich nochmal einen feinen Dimmer. Der macht aus meiner Sicht jetzt nicht so viel aus. Das sind wahrscheinlich dann wirklich nur Farbnuancen. Also ich kann das hier überhaupt nicht erkennen, dass sich da irgendwas tut. Und auf Kanal 8 kann ich dann wieder die Dimmerkurven anwählen. Mal gucken, ob sich das irgendwie bemerkbar macht. Ja, doch, da sieht man es ganz deutlich. Das dürfte jetzt hier die Bühnendimmerkurve sein. Ich ziehe den Kanal einmal hoch und wieder runter und man sieht schön, dass das Blau sehr langsam ausfadet. Hier ist das Weiß, hier ist das Blau. Ja, und ich glaube, man kann das ganz gut erkennen, dass aufgrund der Veränderung der Dimmerkurve das Licht langsamer hell wird und aber auch langsamer wieder ausgeht. Jetzt gucke ich mal, ob ich hier noch einen anderen Modus finde, bei dem es ein bisschen deutlicher ist. Also das hier ist so. Ich vermute, also entweder das ist der Stand, ist es der Bühne oder der TV-Dimmermodus. Aber
da sieht man schon, dass sich das Ganze verändert. Oder da sieht man aber schon, dass sich die, dass das Licht langsamer dunkel wird. Wofür kann man das gebrauchen? Das könnte ich mir vorstellen, zum Beispiel, wenn man die Saber Spots als ACLs, also Aircraft Landing Lichter benutzt. Das sind diese Audience Blinder, beziehungsweise das sind so Scheinwerfer, mit denen man warm weiße Strahlen über das Publikum hinwegschickt. Das war, ich glaube, in den 90ern und 2000ern war das ein ziemlich beliebtes Licht. Es waren in der Regel auch so eine Art Parkkannen, kann man sagen. Aber mit ganz merkwürdigen Lampen. Ich glaube, das waren 120 Volt Lampen oder 110 Volt Lampen, die aber ein ganz warm weißes Licht gemacht haben. Und die hat man dann als Effekt über das Publikum bei großen Konzerten oder in das Publikum reingeschickt. Und diesen Effekt, dass das Licht eben so angeht und langsam wieder ausfadet, kann man mit dieser Dimmerkurve nachempfinden. Wenn ich jetzt in den neuen Kanalmodus gehe, dann habe ich auf Kanal 1 das Stroboskop. Wenn ich das ganz hochziehe, ist der Scheinwerfer die ganze Zeit an. Auf Kanal 2 habe ich dann die Farbschattierung. Wenn ich hier den DMX-Kanal aufziehe, habe ich hier verschiedene Farben, die durchgehen. Im Grunde genommen sind das alle LEDs, die hier durchgehen, und kann dann hier verschiedene Farbschattierungen raussuchen. Auf Kanal 3 habe ich dann die Farbsättigung. Da wird eigentlich nur Weiß mit dazu gemischt. Das ist sicherlich auch ein Effekt, den man vielleicht im Theater benutzen kann oder wenn ich ein bisschen kreativer mit meinem Licht sein will. Dann habe ich auf Kanal 4 die Ausgabeintensität. Ja, das ist der Dimmer. Auf Kanal 5 habe ich Farbmakros, die ich hier durchwählen kann. Ich muss den ersten Kanal aufziehen, ne? Das ist das Stroboskop. Das sind die verschiedenen Farbmakros, wo zunächst mal das Grün auf dem 100 auf 255 Wert ist und eben so verschiedene Farben einfach durchgewählt werden. Das ist vielleicht eine Einstellung, wo ich mit dem Kanal 5 hier verschiedene Farben ändern kann. Hier in der Beschreibung wird auch gleich gezeigt, eine ganze Tabelle mit verschiedenen Farben. Die sind insgesamt 64 Farben, die hier auf einem Kanalzug sind. Ich bin jetzt mal bei 0, gehe ganz langsam hoch, zack, und bin bei vollem Wert auf Kanal 5. Auf Kanal 6 habe ich ein paar Autoprogramme, die ich anwählen kann, und mit Kanal 7 kann ich dann die Geschwindigkeit einstellen. Ich suche mir mal hier eins raus. Ja, hier wird durchgefadet durch verschiedene Lichtkombinationen. Jetzt gucke ich mal, ob ich eins finde, wo... Ja, hier. Typisses RGBW-Lauflicht. Das kann ich auch noch schneller laufen lassen. Und dann kann ich wählen, ob ich die Programme hier auf Kanal 8, ob ich die Farben überfaden will oder ob das wirklich gecuttet sein soll. Also sprich, schneller Wechsel von einer Farbe auf die andere. Und damit kann ich wirklich ganz tolle, sanfte Übergänge herzaubern. Dann möchte ich noch auf die Frostfilter eingehen. Gehen wir hierfür mal wieder auf unseren einfachsten, nämlich den 4-Kanal RGBW-Modus. Na, ich habe hier ein Grün, ich habe hier ein Blau und ich habe ein Weiß. Und jetzt nehme ich mal den ersten Frostfilter, das ist der 10 Grad Frostfilter. Um den Effekt der Frostfilter mal zu verdeutlichen, habe ich jetzt das Licht ausgemacht. Das hier sind beide Saber Spots ohne einen Frostfilter. Jetzt mache ich unten mal den, 10 Grad Frostfilter drauf. Ihr seht, der Effekt ist marginal, aber er ist auf jeden Fall da. Die Ränder des Saber Spots sind bei weitem, also das, die Ränder des Strahls sind bei weitem nicht mehr so hart. Und wenn ich jetzt den 45 Grad Frostfilter reinnehme, ihr seht, da wird nicht nur ein kleiner Bereich ausgeleuchtet, sondern das ist fast wie ein Pin, das ist fast wie so ein Flatpaar Scheinwerfer, der hier also wirklich einen ganz anderen Bereich ausleuchtet. Ich habe jetzt mal zwei weitere Pinspots aufgebaut. Das sind die ganz normalen Eurolight Pinspot 2. Der untere hat den ganz engen Filter. Ich glaube, das ist eine Linse mit 2 Grad. Das obere dürfte eine Linse mit 10 oder 20 Grad sein, aber eben wunderschöne runde Kreise. Und daneben nochmal die beiden American DJ Saber Spots, einfach nur, dass ihr einen Vergleich habt. Der untere hier, das ist der ohne Frostfilter, und der obere hier oben, das hier, das ist der mit dem 10 Grad Frostfilter. Jetzt mache ich auf dem unteren hier nochmal den großen, den 45 Grad
Frostfilter drauf. Ich denke, da sieht man ganz deutlich, wo die Unterschiede liegen. Ich kann das Ganze auch nochmal von der Farbe her ändern, nämlich auf weiß. Ich denke, damit dürften die Unterschiede wirklich ganz, ganz deutlich werden. Die Pinspots, die ganz normalen Pinspot 2 von Eurolight, machen eben, ja, sind halt in ihrer Aufgabe ziemlich beschränkt, aber das ist ja auch völlig in Ordnung für das, was sie tun. Nämlich zum Beispiel eine Spiegelkugel anleuchten oder hier dieser Pinspot, der obere, um vielleicht einen Akzent zu setzen. Und rechts davon die beiden American DJ Saberspots RGBW. Ja, ich hoffe, ich kann euch in den nächsten Wochen ein paar Bilder davon liefern vom Saberspot im Einsatz. Ich habe insgesamt 3 Hochzeiten jetzt im September und freue mich total. Zum einen, ich werde an einem Tag wieder im Schützenverein in Kronberg sein. Das ist super klasse, ich war da schon mehrmals und wenn ich das richtig verstanden habe, wird das Brautpaar dort ein Zelt aufbauen. Das heißt, es wäre durchaus eine Möglichkeit, mal die großen Subwoofer, die Sub 15 von DB Technologies einzusetzen. Und dann habe ich noch eine Veranstaltung im Loft 1. Da muss ich mal gucken, auch da würden sich die Sub 15 anbieten. Aber auf jeden Fall werde ich da auch die Saberspots mitnehmen, weil nämlich das Loft 1 schon fest installiert eine Disco-Kugel hat. Und da werde ich die auf jeden Fall mitnehmen, um da die farblichen Akzente zu setzen. Ich bin immer noch ein großer Fan von der Disco-Kugel als Lichteffekt. Und ja, das hier war mein Video zum Saberspot RGBW von American DJ. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal und aktiviert auch die Glocke, damit ihr alle Videos angezeigt bekommt, die ich hier mache. Ansonsten bis dahin, alles Gute, kommt gut durch die Corona-Krise. Mein Name ist DJ Vincent aus Frankfurt. Peace.